Sehr geehrte Damen und Herren, was ist die größte Not des Menschen heute? Oder kommt es nur mir so vor, dass viele Menschen, die eigentlich alles haben, im Herzen unglücklich, leer, kalt geworden sind? Im letzten Jahr hatten wir im Stift Heiligenkreuz einen großen Erfolg mit unserer CD Chant Music for Paradise und im Zusammenhang damit ist auch eine Journalistin zu mir gekommen. Ich dachte zuerst, sie ist eine Journalistin. Und dann setzt sich diese junge, attraktive Frau mir gegenüber und sagt, Pater Karl, ich bin nicht getauft. Ich habe sie aber jetzt öfters im Radio gehört und im Fernsehen gesehen. Und dann hat sie mir eines der schönsten Komplimente gemacht. Diese Frau hat gesagt, wissen Sie, immer wenn ich Sie im Radio höre oder im Fernsehen sehe, dann habe ich das Gefühl, dass der liebe Gott neben mir sitzt. Also, das war ein sehr charmantes Kompliment von einer Frau, die eine wichtige Stellung hat. Sie gehört nämlich zur Verlagsleitung des Verlags Lübbe, eines Verlages, der überhaupt keine religiöse Literatur produziert. Diese Frau hat mich dann gebeten, ich möge ein Buch schreiben, und zwar eben genau darüber, warum wir Heiligenkreuzer Mönche, wie man ja in Fernsehen, Radio und Zeitungen gesehen hat, glücklich sind. Ich kann von mir zumindest sagen, ich bin ein glücklicher Mönch, ich bin ein glücklicher Priester. Und ich habe wirklich festgestellt, viele Menschen sind es nicht, obwohl sie sich mehr leisten können, schöner leben als wir im Klosterleben, alle Annehmlichkeiten des Lebens auch wirklich ausnützen. Und ich habe dann tatsächlich ein Buch geschrieben mit dem Titel »Wer glaubt, wird selig«. Ein altes Wort, das meistens spöttisch verwendet wird, »Wer es glaubt, wird selig«. Ja. Aber es hat ja einen tiefen Wahrheitsgehalt. Wer glaubt, wird selig. Mein großes Glück kommt daraus, dass ich an Gott glaube, dass ich in Verbindung mit Gott bin. Ich habe also dieses Buch, Wer glaubt, wird selig, geschrieben. Es wurde dann auch als Hörbuch herausgegeben. Und das Allerschönste, dieses Buch ist innerhalb kürzester Zeit in die Bestsellerlisten gegangen. Und ich muss einen ganzen Stapel von Post täglich bewältigen, von Zuschriften, die mir Menschen schicken, wo sie schreiben, dass sie von dem, was in dem Buch steht, berührt sind. Ich möchte heute ein Thema aus meinem Buch »Wer glaubt, wird selig« herausgreifen und Ihnen ein paar kurze Gedanken mitgeben. Ich möchte Ihnen damit nicht das Lesen des Buches »Wer glaubt, wird selig« ersparen oder eben das Hören der 4 Kassetten dieses Buches. Gott sei Dank hat der Verlag das eben auch als Hörbuch aufgenommen. Ich möchte Sie aber motivieren, etwas tiefer nachzudenken, wo denn das Glück Ihres Lebens liegt. Für mich beginnt mein großes Lebensglück, mein Glück mit Gott damit, dass ich begonnen habe zu beten. Für das Gebet muss man heute als Priester regelrecht Werbung machen. Es gibt ja keine Werbespots in den 45 oder 55 oder noch mehr Fernsehkanälen, die wir heute haben. Keine Werbung für das Gebet, für alles Mögliche, Vergängliche, sehr viel Werbung. Aber für das Gebet keine Werbung. Oder haben Sie schon mal einen Werbeclip für das Gebet gesehen? Viele Menschen können nicht beten. Ich stelle auch immer wieder fest, dass junge Leute, zwar als Kinder vielleicht noch, auch nicht mehr selbstverständlich, Gebete gelernt haben, aber vielfach sind das nur Gebete, die man auswendig gelernt hat, Kindergebete, die man dann herunterplappert. Es gibt ja den Witz, wo der kleine Bub betet vor dem Schlafengehen, sehr löblich, aber er betet da, müde bin ich Känguru, schließe froh die Augen zu. Und die Mutter hört das und sagt, also Franzi, das Gebet geht anders, du musst beten, müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe froh die Augen zu. Und der Franzi nimmt das sofort an und betet, müde bin ich, geh zur Ruhe. Und dann schaut er seine Mutter an und fragt, Mama, was ist denn ein geh zur Ruhe? Eine Geschichte, die sehr nett ist, die aber zeigt, dass Kinder, die ja eine natürliche Religiosität haben,
jetzt von Herzen weg gut beten können, aber oft die Worte nicht verstanden haben. Und wir werden heute in vielen Dingen jetzt eben erwachsen, aber oft nicht im Glauben. Es gibt wirklich eine Not von jungen Menschen, eben gut zu beten. Ich habe schon oft eine Geschichte auch von mir erzählt, die mich selber ja beschämt. Ich sitze hier als einer, der schon 27 Jahre im Kloster ist und 21 Jahre ein glücklicher Priester sein darf, aber so fromm war ich ja nicht immer. Wirklich eine Vertiefung des Glaubens hat bei mir stattgefunden, wie ich so mit 14, 15 Jahren auf meine unglaubliche Blödigkeit aufmerksam geworden bin. Ich habe natürlich als Kind Gebete gelernt und ich habe dann plötzlich als 14-Jähriger Folgendes festgestellt, dass ich das Vaterunser nie verstanden habe. Ich habe nämlich geglaubt, dass wir im Vaterunser für einen gewissen Schuldi gern beten, ja, weil es ja heißt, wie auch wir vergeben unserem Schuldi gern. Also das Wort Schuldiger, ja, das habe ich völlig falsch verstanden. Und ich war damals Klassenbester im Gymnasium und so weiter und habe ganz verrückte Pläne gehabt, Nobelpreisträger zu werden. Und dann komme ich plötzlich drauf mit 14, 15 Jahren, dass ich zu blöd bin, auch nur das Vaterunser jetzt eben verstanden zu haben. Und für mich war das damals ein Anstoß, auch darüber nachzudenken eben jetzt. Also wie ist das mit Gott? Und ich habe dann begonnen, sehr bewusst zu beten und gerade dann den Rosenkranz auch mit 16 Jahren kennengelernt. Das war dann mein Einstiegsgebet und so bin ich eigentlich ein Mensch geworden, der zu Gott gezogen worden ist. Das größte Glück meines Lebens war es eben auch, beten zu lernen, in diese Verbindung mit Gott zu treten. Wer betet, der wird glücklich. Wer richtig betet, der wird glücklich. Ich möchte Sie deshalb motivieren, auch betende Menschen zu sein. Warum sollen wir denn beten? Ich habe dauernd mit Jugendlichen zu tun und mein Eindruck ist, dass sich in den letzten Jahren sehr viel geändert hat. Dass junge Leute durchaus offen sind, wenn man ihnen das Gebet erklärt, was das ist, dass das nicht ein Herunterplappern von Formeln ist, dass es zwar aus zu lernenden Gebeten besteht, gerade das Vaterunser und gegrüßet seist du Maria, beim Rosenkranz als Grundgebet immer wieder wiederholt, erzeugt dann eine Öffnung des Herzens, sodass dann etwas geschehen kann, nämlich dass Gott kommen kann. Unser Gebet, unser christliches Gebet ist eigentlich ein Zubereiten des eigenen Inneren, des Herzens, dass Gott zu einem sprechen kann. Das ist von sehr großer Bedeutung. Papst Benedikt XVI. Betont das auch immer wieder, dass unser Gott nicht einer ist, den wir erst suchen und erobern müssen, sondern Gott ist ein Gott, der zu uns kommen möchte. Seit 2000 Jahren wissen wir, dass unser Gott aus seiner Ewigkeit in unsere Endlichkeit eindringen möchte, eintreten möchte. Warum sollen wir also beten? Für Jugendliche habe ich mir einige Argumente zurechtgelegt, weil die Jugendlichen wollen immer genau wissen, warum man was wie so tun soll und die sind durchaus zugänglich. Ich habe in meinem Buch, Wer glaubt, wird selig, ja eine regelrechte Betwerbung, nicht nur für junge Leute, sondern für alle Menschen jetzt eben gemacht. Auch deshalb, weil ich feststelle, dass das Östliche, die östlichen Meditationsformen eine sehr große Faszination auf die Menschen ausüben und dass dann viele lieber, also viele hunderte Euro oft hinblättern, um irgendein esoterisches Wochenendseminar mitzumachen, dort irgendwelche Urlaute auszustoßen, lernen oder irgendwelche Verbiegungen des Körpers. Das mag vielleicht psychologische Wirkungen haben, aber eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, die geht viel einfacher. Man braucht Gott nur kommen lassen. Man muss sich ihm gegenüber nur öffnen. Er ist immer da. Man muss auf dieses Du hin sein eigenes Herz öffnen und dann wird man plötzlich eingehüllt gleichsam von dieser Gegenwart Gottes. Warum soll man beten? Wir Christen glauben, dass Gott ein liebender Gott ist. Gott liebt einen. Und wenn man jemand hat, der einen liebt, dann möchte man doch in Verbindung sein mit diesem Menschen, mit diesem Wesen. Unser Gott hat uns erwiesen am Kreuz, dass er voll Liebe zu uns Menschen ist, auch wenn wir auf ihn vergessen. Dieser Gott ist es wert, dass wir mit ihm sprechen. Bei jungen Leuten merken die Eltern ja sehr schnell, wenn sie verliebt sind, nämlich daran, dass die Handyrechnung steigt. Nicht? Da wird dann herumtelefoniert und man verquatscht viel Zeit, ganz einfach, weil man die Stimme des Geliebten, der Geliebten,
des geliebten Menschen jetzt eben hören möchte. Man möchte in Verbindung sein. Und wenn man eben jetzt weiß, dieser Gott liebt uns, er ist selbst Mensch geworden, er möchte uns nahe sein. Und wenn man jetzt also diesen Gedanken hat, ich möchte zurücklieben, ich möchte das beantworten, dann wird man fast Sehnsucht haben, mit diesem Gott zu sprechen. Und man spricht nicht in ein Nichts hinein. Wieder möchte ich mit meiner eigenen Erfahrung, dieses Buch gibt ja auch sehr viel Preis jetzt aus meinem kleinen bisherigen Leben, aber meine Erfahrungen sind sehr eindrucksvoll immer gewesen. Nämlich die Erfahrung mit dem Gebet war mit 16, 17 Jahren die, dass Gott sich mir gegenüber als ein allmächtiger Gott gezeigt hat, als ein hilfsbereiter Gott. Ich habe das damals regelrecht ausgetestet, wie ich so das erste Mal meine Gebete am Abend dann jetzt eben gesprochen habe. Und dann habe ich um Dinge gebeten, etwa zum Beispiel, wo ich immer schlecht war, auf die Mathematik-Schularbeit ein sehr gut. Also ich war immer ein sehr guter Schüler, muss ich auch sagen, aber Mathematik, also die Logarithmen und diese ganzen irrealen Zahlen und was man da alles hat und die trigonometrischen Gleichungen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich habe den lieben Gott gebeten. Ich habe natürlich gelernt auch. Ja. Der heilige Benedikt sagt, also wenn man betet, muss man zugleich auch arbeiten. Ora et labora. Ich habe schon gelernt auch. Aber es war dann ganz erstaunlich. Ich habe sogar mit sehr gut in Mathematik maturiert, was mich heute noch wundert, ja, dass das gelungen ist. Und ich schreibe das durchaus dem lieben Gott zu und eben der Macht des Gebetes. Das sind kleine Beispiele. Mir haben sie damals sehr viel bedeutet, eben, weil ich gesehen habe, man spricht beim Gebet nicht in ein schwarzes Loch hinein, dort wo nichts ist. Beim Gebet spricht man mit einem lebendigen Gegenüber, das ist unser Gott. Und dieser Gott ist ein Gott, der allmächtig ist, der zu helfen bereit ist. Als Priester finde ich es auch nicht gut, wenn Theologen oft das Bittgebet abwerten. Wenn sie sagen, ja, also es ist ja gar nicht notwendig, Gott um etwas zu bitten, er weiß ohnehin schon alles und man soll Gott doch nur loben und nur preisen. Ich sage das bewusst auch deshalb, weil ich ein Mönch bin. Hier bei uns im Stift Heiligenkreuz beten wir jeden Tag 3,5 Stunden gemeinsam das feierliche Chorgebet in Latein, in gregorianischem Choral. Und das ist über weite Strecken reiner Lobpreis. Wir loben zweckfrei Gott, weil er so groß und so wunderbar und so herrlich und hoch erhaben ist. Wir preisen ihn aus ganzem Herzen, aber obwohl dieses Lobgebet natürlich die höchste Form des Gebetes ist, möchte ich doch sehr Werbung machen für das Bittgebet. Unser Herr Jesus Christus sagt nämlich, dass wir bitten sollen. Natürlich weiß Gott alles, was wir brauchen, aber er will, dass wir ihn bitten. Er möchte gleichsam unser eigenes Mittun einbeziehen in seine Hilfe, die er uns dann eben schenkt. Also er möchte, dass wir bitten. Und Jesus sagt das ausdrücklich im Matthäusevangelium: Bittet und ihr werdet empfangen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird aufgetan. Ich habe mal vom heiligen Clemens Maria Hofbauer, das ist unser Stadtpatron von Wien, ein großer Heiliger des 19. Jahrhunderts, in einer Zeit, wo Wien also wirklich nicht katholisch war. Wir würden heute übrigens auch wieder ein paar Clemens Maria Hofbauer für alle Großstädte Europas brauchen. Auf jeden Fall dieser Clemens Maria Hofbauer hat in diesem sehr säkularisierten, verweltlichten Wien, wo es auch schon jahrelang keine Priesterweihe gab, ein ganz kindliches, demütiges Apostolat entfaltet. Er ist mit dem Rosenkranz durch die Straßen gegangen, hat gepredigt, hat die Adeligen des Wiener Kongresses damals angezogen. Und von ihm wird erzählt, dass er dieses Wort Jesu bittet und ihr werdet empfangen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird aufgetan, ganz wörtlich genommen hat. Der heilige Clemens Maria Hofbauer ist einfach zum Tabernakel gegangen und hat angeklopft, ja, und hat einfach bei Jesus angeklopft, ja, weil Jesus das selbst gesagt hat, klopft an und euch wird aufgetan. Und es wurden ihm dann wirklich durch Jesus viele Herzen geöffnet. Gott kann alles. Wir bekennen das, dass Gott allmächtig ist, dass er liebend ist und dass er wirklich unsere Bitten hört und hören will und dass wir uns deshalb auch nicht schämen sollen, ihn zu bitten. Das ist keine Schande. Man kann auch den lieben Gott ganz konkret bitten. Es gibt auch Heilige, die besonders stark sind in der Verstärkung auch dieser Bitten. Jedes Gebet, ob man es durch den Schutzengel, die Mutter Gottes, durch den Namenspatron oder sonst jemand jetzt eben richtet, es geht immer alles zu Gott, aber es gibt solche Verstärkerheilige. Ich habe selber erfahren, zum Beispiel das Pater Pio von Pietrelcina, der große italienische Heilige,
der in San Giovanni Rotondo am Sporen des Stiefels von Italien verehrt wird, dass dieser Pater Pio eine besondere Fürbittkraft auch hat. Ich habe dort am Grab von Pater Pio vor einigen Jahren, ich war damals mit Studenten und anderen Priestern in Italien auf Wallfahrt und bin dann zufällig nach San Giovanni zu Pater Pio gekommen, habe mich dorthin gekniet ans Grab und ich konnte dort so gut beten. Es war unglaublich. Ich kann eigentlich immer gut beten, aber dort konnte ich besonders gut beten. Und ich wollte dort gar nicht mehr weg. Ja? Und rundherum diese Menschenmassen von Wallfahrern. Und dann ist mir eine ganz verrückte Bitte gekommen. Ich habe den Pater Pio gebeten, Pater Pio, bitte für mein Kloster Heiligenkreuz, wir haben Berufungen, aber wir brauchen noch mehr, bitte schick uns doch 10 Novizen. Also Heiligenkreuz hat, wie gesagt, immer Berufungen, aber 10 ist natürlich schon eine enorme Zahl für ein Kloster, 10 Novizen. Und das Wunder ist passiert. Ein Jahr später bin ich dann wieder nach Italien gefahren mit Studenten. Ich hatte ein Bild mit auch. Das habe ich dann in der Sakristei von San Giovanni Rotondo dort den Kapuzinern übergeben. Und auf dem Bild war unser Abt zu sehen mit 11 Novizen. Ich glaube, dass Gott viel mehr bereit ist, uns zu helfen, als wir überhaupt uns das vorstellen können. Wir sind in unseren Bitten vielleicht auch viel zu kleinlich oder wir bitten eben gar nicht. Ja? Das ist ja die Werbung, die ich machen möchte, dass wir uns doch wirklich trauen, von Gott etwas zu erwarten. Ja? Wir wissen, dass Gott ein Liebender ist. Er hat sich uns so offenbart. Wir wissen, dass Gott auf unserer Seite steht. Natürlich müssen wir auch aufpassen, wenn wir das Bittgebet jetzt eben praktizieren, dass wir es in derselben Weise praktizieren, wie Jesus es getan hat. Jesus sagt am Ölberg, wo er auch Gott den Vater bittet in dieser Todesnot, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht, er sagt ein Wort, das ganz wichtig ist. Er sagt, dein Wille geschehe. Er sagt es zu seinem Vater, dein Wille geschehe. Und dasselbe Wort, das er selber zu seinem Vater gebetet hat, das lehrt er auch uns im Vater unser. Ja? Dein Wille geschehe. Also nicht mein Wille, sondern dein Wille. Das heißt, die Dogmatik sagt dann auch, ich kann beten um alles, was ich möchte. Wenn ich es reinen, lauteren Herzens tue, darf ich ruhig auch beten um gute Schularbeitsnoten, um Gesundheit, auch um Heilung von vielleicht schwerer und schwerster Krankheit. Aber dieses Wort muss ich immer dazu sagen. Dein Wille geschehe. Und dann kann ich gewiss sein, dass Gott aus meinem Gebet immer das Beste machen wird. Also er wird das Gebet immer so verwenden, dass daraus für mein Leben wirklich Segen wird. Ich habe, wie ich Pfarrer war, den Leuten oft über das Bittgebet gepredigt, habe aber auch immer dazu gesagt, bitte betet nicht um einen Lottogewinn, denn den wird der liebe Gott euch sicher nicht schenken, denn der liebe Gott weiß genau, wie gefährlich Geld sein kann, Reichtum sein kann. Und er sagt im Evangelium ja ausdrücklich, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, nicht dem Mammon und zugleich Gott. Ja, da wird einer zu kurz kommen. Und deshalb also bitten um Lottogewinne, die wird der liebe Gott höchstwahrscheinlich nicht erfüllen. Aber um Dinge, die jetzt wirklich vor Gott wertvoll sind, darüber sollen wir und dazu also möchte ich Sie wirklich ermutigen, dass wir das jetzt in unser Gebet einschließen. Ein Argument, das ich den Jugendlichen auch noch bringe, warum man beten soll, das besteht einfach auch darin, dass Beten der menschlichste Akt ist, den es überhaupt gibt. Der Stein, die Pflanze, das Tier preist Gott allein durch sein Dasein. Die Herrlichkeit einer Landschaft, ja, preist Gott jetzt durch die Schönheit, die den Schöpfer jetzt eben abspiegelt. Aber der Mensch ist das einzige Wesen, in diesem Kosmos, höchstwahrscheinlich, außer den heiligen Engeln, das einzige Wesen, das mit Geist ausgerüstet ist und jetzt eben mit Verstand, mit Sinn, bewusst jetzt eben Gott die Ehre geben kann. Und das geschieht im Gebet. Also wir können geistig an Gott herantreten und Gott ist uns auch im Gebet ganz nahe. Wir brauchen eigentlich nur, damit wir zu Gott kommen, den Vorhang wegschieben, der uns von ihm jetzt eben trennt. Und diesen Vorhang haben wir zugezogen, nicht Gott. Gott ist immer da. Gott ist allgegenwärtig. Gott ist überall. Gott ist auch jetzt unmittelbar um sie herum, um uns alle herum. Er möchte unser Herz berühren. Ja, er möchte in unserem Herzen mit seinem Heiligen Geist wehen und leben und uns Kraft jetzt eben spenden. Aber wir haben oft so, nicht nur einen Vorhang, sondern oft geradezu Betontüren haben wir gleichsam vor uns zugesperrt.
Und deshalb ist es wichtig, diesen Vorhang wegzuziehen. Die geistlichen Lehrer nennen das in die Gegenwart Gottes treten. Für mich ist das immer wichtig beim Gebet. Als Mönch bete ich in der Früh schon ab 5.15 Uhr und dann 7-mal über den Tag verteilt eben. Und das dauert eben viele Stunden. Und es ist das Allerwichtigste beim Gebet, ist interessanterweise immer der Anfang. Dass man am Anfang einen kurzen Augenblick verharrt und sich in die Gegenwart Gottes versetzt. Also ich mache das immer so, dass ich einfach zu Gott ein Wort sage. Du. Dass ich einfach bewusst sage, du. Du, lieber Gott. Jetzt möchte ich mit dir sprechen. Jetzt möchte ich bei dir sein. Jetzt möchte ich mit meinen Brüdern dich preisen. Jetzt, lieber Gott, möchte ich den Rosenkranz beten. Also dieses Du, dieses In-Kontakt-Treten mit Gott, das hilft mir dann, dass das Gebet also nicht eine Leier wird und ich nicht also irgendwo abschwebe mit meinen Gedanken, sondern es hilft mir auch konzentrierter vor Gott zu treten. Ich hätte ja noch viele Tricks, die ich Ihnen verraten könnte. Zum Beispiel auch, wie ich die Jugendlichen motiviere, den Rosenkranz zu beten. Ich selber habe als Jugendlicher den Rosenkranz also zuerst als sehr langweilig erlebt und dann habe ich zum Gebet gefunden, weil mir ein Trick eingefallen ist. Ich habe ganz einfach bei jedem Gegrüßet seist du Maria an jemand anderen gedacht. Das meiste waren am Anfang ehrlich gesagt Schulfreundinnen, aber ich habe dann immer für die und für die und für den und so weiter gebetet und auf einmal war der Rosenkranz vorbei und mir ist das fast kurz vorgekommen, weil ich ja dem lieben Gott also so viel sagen wollte über die oder den. Also das sind so Hilfen, die man sich zulegen kann, damit man jetzt eben leichter betet. Das Gebet braucht wirklich Werbung. Jesus hat auch selbst gesagt, ja, dass er von uns wünscht, dass wir beten sollen. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern Jesus sagt, betet ohne Unterlass. Das ist ein Wort, das Jesus selbst gesagt hat. Und er selbst, der göttliche Heiland, an den wir glauben, er betet an allen möglichen und unmöglichen Orten. Er betet vor der Menschenmenge, er betet vor den Aposteln, das hohe priesterliche Gebet. Er geht in die Wüste, um in der Einsamkeit zu beten. Er betet auf dem Meer, er betet eben jetzt in allen Situationen seines Lebens, ja sogar in der Todesangst des Ölberges betet er zu Gott und nennt ihn seinen lieben Vater, seinen Abba. Und er wird sogar am Kreuz den Psalm anstimmen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also ich glaube, dass es wirklich ganz wichtig ist, Christ sein kann man nur, wenn man jetzt eben ein betender Mensch ist. Und das ist nicht eine Beraubung jetzt eben von Zeit, ich habe nicht einfach jetzt einen Verlust an Lebensqualität, sondern das genaue Gegenteil ist der Fall. Wer betet, wird selig. Wer glaubt, wird selig. Ich habe in meinem Buch auch noch ein Argument gebracht für das Gebet und das ist ganz einfach, dass das Gebet einen verbindet mit einer großen Gemeinschaft anderer Menschen, die ebenfalls ihr Herz auf Gott öffnen. Man kann privat beten, man soll es auch. Jesus wünscht das, dass wir im stillen Kämmerchen beten, aber was gibt es Schöneres, als wenn man in Gemeinschaft mit anderen betet? Das ist ein gutes Zeichen, ein hoffnungsvolles Zeichen, dass so viele Gebetskreise, Gebetsinitiativen vielerorts entstanden sind. Wenn wir gemeinsam beten, dann erfüllt sich ja das Wort Christi umso wirkungsvoller. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also Jesus ist mitten uns, wenn wir miteinander beten. Wie schön wäre das, wenn Familien beginnen, sich zu trauen wieder, miteinander zu beten. Es ist oft schon schwierig, ich weiß das, oft nur ein Tischgebet miteinander zu sagen, aber vielleicht können wir wirklich uns das vornehmen, dass wir zumindest einmal Gott bitten, dass uns den Mut gibt, dass wir wieder betende, öffentlich betende Menschen werden. Ich glaube, wir sollten das öffentliche gemeinsame Gebet nicht anderen Religionen überlassen, sondern wir sollten unseren liebenden Gott auch in Gemeinsamkeit jetzt anbeten. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, dass das Gebet nur dann gelernt werden kann, wenn man es einfach probiert. Also sollten Sie gar nicht beten können, und mein Buch ist ja für Menschen geschrieben, die vom christlichen Glauben nicht viel Ahnung haben und die aber trotzdem interessiert sind daran, also dann würde ich einfach sagen, learning by doing heißt das auf Englisch. Also dass man lernt, indem man es einfach macht. Denn man weiß auch nur dann, wie gut ein österreichisches Schnitzel schmeckt, wenn man es einmal gekostet hat. Und so ist das auch mit dem Gebet. Wer einmal gekostet hat, der wird begeistert sein.
Dankeschön.